Ah, hier sind wieder rote Fackeln. Gut, und ein Speicherpunkt. Wahrscheinlich anscheinend, um ein bisschen sicher zu sein. Hat sich jemand eine Falle gebaut, beziehungsweise einen Alarm. Wenn jemand die Treppe hochkommt, dann klimpern die Dosen. Mein Sauerstoff ist gleich wieder leer. Ich habe schon wieder fast keine Atem. Ah, jetzt läuft das ja wieder rum. Ja, wo ist denn die Kirche? Hä? Bin ich in der Tretmine reingelaufen? Scheiße. Oh nein, jetzt muss ich hier wieder hinlatschen. Okay, war jetzt nicht so... Oder? Achso, ja doch, ich muss hier den ganzen Weg noch durch das scheiß Sumpfgebiet durch. Aber ich wette mit euch, ich muss dieses Viech gleich noch töten, diese grüne Krabbe da, diese scheiß mutierte fucking Krabbe. Also ich bin hier hochgelatscht. In den Treppen war nichts drin. Hier ist das Viech reingelaufen. Und es ist weg. Ist das nicht dieser Scharfschützen-Tussi von vorhin? So. Jetzt muss ich hier nur noch rausfinden. Ah, da war ein Stolperdraht. Ja, kacke, da darf ich also nicht lang gehen. Muss ich hier überhaupt lang? Oder war ich hier nicht am Anfang schon? Nee, ich speichere das. Hier war ich ja nicht. Oh, hier war ich wohl am Anfang schon. Hier ist dieses scheiß Floß. Ach, Mann. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, so eine Scheiße. Was sagt mir denn hier mein Kompass? Ich muss da in die Richtung. Ich richte mich jetzt mal stumpf nach dem Kompass. So wie es hätte jetzt Zeit zu tun sollen. Genau. Nee, da kann ich nicht durch.
eben auch. Hier durch. Muss ich vielleicht hier hinten weiter? Ah. Okay. Ich hab's geschnallt. War so klar, dass ich dieses Viech nochmal kriege. Woher kommen die Leute? Aktion! Lass uns den Großen angreifen! Junge! Achtung! Pass auf das Wasser auf! Der kommt hierher! Gott verdammt! Und Filter habe ich auch keine mehr. Er kommt aus dem Wasser. Ich brauche Unterstützung. Warten Sie ihn fertig. Putin! Tötet den Bronze! Bin ich doch die ganze Zeit dabei? Meine Fresse. Warum buggy da hinten so rum? Seht ihr das? Scheiße. Ich dachte, das ist die Lichtblitze. Immer so. Das erste Mal, dass ich so einen Riesen gesehen habe. Ach ja, Filter wechseln. Jetzt holen wir dich rüber. Ja, kommt und holt mich. Habt ihr eine Ahnung, wie es mir gerade auf den Sack geht hier drüben? Ja, danke. Du bist eine Ein-Mann-Armee. Na, komm, geht's noch nicht. Ich hab schon einiges daneben geballert eben. Komm rein. Hier ist es sicher. Na los, komm rein. Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Hätte dich auch fast erschossen. Das sollte dich lehren, Funkrufe zu beantworten. Aber ich hab gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem Botanischen Garten. Tja, vergeben und vergessen, würde ich mal sagen. Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Jetzt bestimmt auch einer von den Bösen und dann sind die Riege auf jeden Fall komplett. Wir lassen uns überraschen. Ich will keine vorherigen Schlüsse ziehen, aber es wäre auf jeden Fall jetzt. Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaja. Na gut. Wenn du das sagst, Schatz, dann machen wir das doch. Du hast ja hier die Hosen an, wie ich sehe. Ah, krass, wie am Anfang.
abgeschlossen. Ich mache mal kurz eine Pause, ich hole mal kurz was zu trinken. Wir sehen uns gleich. So, und weiter geht's mit Metro Last Light. Nachdem ich einen Schluck Wasser zu mir genommen habe. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Tu ich doch mal. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Warum habe ich null Patronen? Wenn du Munition oder irgendwas brauchst, dann komm bitte. Warum zum Teufel habe ich null Patronen? Sehr gut. Was ist das für ein verbuggtes Spiel? Ne, ich will nicht licht und aus. Ich will meine Patronen wieder haben. Sanya, was gibt es Neues per Funk? Fünf Patronen. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Lage. Ja, Kacke, jetzt sind alle meine Patronen weg. Seit 10 Jahren nichts als Rauschen. Und dann kriegte ich letzten Monat St. Ich bleibe noch bis morgen. Wenn du also was brauchst, dann komm zu mir. Ja, lustig, ich kann mir nichts mehr leisten. Flugzeug dahin übergeflogen. Ein kleines. Hat einen regelrechten Aufruhr verursacht. Ist mir egal. Das ist Schnee von gestern. Was hast du von New York und London? Ist doch scheiße, ich hatte doch bestimmt 200 Patronen. Nur noch mehr. Dann weiß ich nichts. Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt, aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches, weißt du? Du meinst die dicke Mama? Oh. Wer könnte das sein? Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort. Straßensperre. Das ist ein altes. Ich kenne diese Stimme. Scheiße, ich komme nicht drauf. Okay, wir kriegen Besuch. Könnte es Lesnitsky sein? What the fuck? Okay, was geht ab? Also wir werden hier ständig gefangen genommen und verschleppt und gefangen genommen und verschleppt und laufen weg und werden wir gefangen genommen. Oh. Du elender Verräter! Anna, was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit, das rein. Nein! Bewegung! Ja, wie? Habe ich dir jetzt nicht geholfen oder was? Was bin ich denn für ein Schlappschwanz? Jetzt stehe ich auf. Ja, ist zu spät. Ach, Mann. Wo soll das hier noch alles hinführen? Alle tot, alles brennt. Ist das eine Leiche oder ist das... Ne, ist einfach nur ein Teppich oder so. Naja, komm. Helfen wir der Anna mal, ne? Auch wenn sie immer so unfreundlich zu uns war. Ja. Die, vor denen wir weglaufen. Ja, die sehen alle nicht sehr frisch aus. Ich denke, die können mir nicht helfen. Hier hilft mir sowieso nie irgendjemand. Und wenn er mir hilft, dann ist er ein Arschloch und nimmt mich danach fest. Ja.